Hallo ihr Lieben, heute lernen wir die Titelmelodie aus dem Film Die Dornenvögel in einer Fassung für drei Harfen. Wir lernen die zweite Harfenstimme. Wenn wir uns die Stimme anschauen, dann sehen wir zunächst einmal auf die Vorzeichen. Wir haben Teile in C-Dur ohne Vorzeichen und wir haben Teile in F-Dur mit einem B-Vorzeichen. Für die Klappenharfe ist es ganz einfach. Wir stellen alle Klappen auf C-Dur, das heißt, wir stellen die E-, A- und H-Klappen nach oben und nur für das kleine H und das große H stellen wir die Klappen auf B. Alle anderen Klappen bleiben auf H. Das kleine H, das ist die dritte Oktave H und das große H, das ist die vierte Oktave H. Diese beiden müssen in B sein, da müssen die Klappen unten sein. Wir brauchen lediglich das eingestrichene H als H. Damit ist für die Klappenharfen nichts zu tun in dieser Stimme sonst. Wer die Einfachpedalharfe oder die Doppelpedalharfe spielt, der muss einmal das H zum B treten und da es eine Wiederholung gibt, auch wieder zurück und wieder zurück zum B. Aber das ist sehr, man hat sehr viel Zeit dafür, es ist nicht schwierig. Wir beginnen bei den Pedalharfen in C-Dur und die Klappenharfen, so wie sie eingestellt sind. Wir beginnen mit einem Intro in der linken Hand. Dieses Intro besteht aus vier Takten Quinten, und zwar die Quinte C und G. Wir spielen die Quinte mit dem Basisfingersatz dritten Finger, ersten Finger. Die anderen Finger, die nichts zu spielen haben, sind locker in der Faust eingebunden. Sie stehen nicht irgendwo wild im Raum rum und sie werden vor allen Dingen nicht angespannt. Sie sind ganz entspannt und gehen eher in Richtung Handinnenfläche, um einfach für die anderen Finger Platz zu lassen, damit sie gut abspielen können. Der Rhythmus ist ein 6/8-Takt und wir fangen einfach mal an, diese Quinten zu üben. 1, 2, 3. Haben jeweils eine Betonung und eine unbetonte. Das heißt, wir haben immer im Wechsel eine betonte Quinte und eine unbetonte. Auf der betonten Zählzeit die Quinte spielen wir ein bisschen lauter und die Quinte auf der unbetonten Zählzeit, die spielen wir ein bisschen leiser. So bekommen wir gleich einen ganz wiegenden Charakter. Wir üben das ein bisschen. Wir haben vier Takte Introduktion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Takt mit den Quinten C und G, der wiederholt sich nun. Wir haben ihn zuerst mal viermal als Vorspiel und dann haben wir ihn noch neunmal, bevor etwas anderes kommt. Es ist sehr klug, sich das in den Noten einzuschreiben. Das heißt, man nummeriert die Takte einfach durch und zählt dann nicht mehr jeden einzelnen Takt, sondern wenn man dann spielt, dann zählt man die Takte auch durch, die man schon gespielt hat. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Da jetzt der Teil A beginnt und wir wieder neun Takte zu spielen haben,
würde ich empfehlen, von dem Teil A an neu zu zählen. Das ist eben ein Einschnitt, weil jetzt auch die Melodie mit dazu kommt von der anderen Harfe. Man kann es sehr deutlich hören. Wer sich also bis dahin doch schon verzählt haben sollte, der kann da wieder neu beginnen zu zählen. Und es ist einfacher, in Viererschritten zu zählen oder in Achterschritten, als wenn man irgendwie 53 Takte zählt. Da kann es dann auch passieren, dass man sich irgendwann, dass man nicht mehr weiß, wo man ist. Also ich würde vorschlagen, bei den Buchstaben A wieder neu anzufangen und dann sind es 9 Takte. Die 9, also der 9. Takt ist dann der Takt 13, das ist der Takt mit der Ziffer B. An der Stelle würde ich euch empfehlen, die 9 einzukreisen, damit man weiß, oh, das ist jetzt der letzte Takt und jetzt kommt etwas anderes. Wenn wir bei B angelangt sind, passiert Folgendes. Aus der Quinte wird jetzt eine Sechste. Es ist sinnvoll, sich nicht so sehr jede einzelne Note anzugucken, sondern vor allen Dingen auch die Intervalle zu merken. Wir waren bei der Quinte C-G. Jetzt geht der Daumen rauf zum C und der dritte Finger spielt eine Sechste. Er spielt das untere E. Wir können das üben, indem wir erstmal ganz langsam immer diesen Unterschied üben. Wir machen diesen Übergang von der Quinte zur Sechste. Spürt deutlich, dass wir hier einen größeren Abstand haben. Die Finger müssen wissen, wie groß ist eine Quinte, wie fühlt sich das auf meiner Harfe an. Aha, das ist eine Quinte. Und dann im Unterschied dazu, aber das ist eine Sechste, das ist ein größerer Abstand. Wie fühlt sich das an? Versucht, das in eurem Fingergedächtnis zu behalten. Diese Sechste kommt aber nur zweimal und dann bleibt der Daumen auf dem C und der dritte Finger wandert einen Ton nach oben zum F. Wir haben also wieder eine Quinte. Auch die kommt nur zweimal. Und dann wandert der gesamte Griff, also der ganze Quintgriff, einen Ton nach oben zu G und D. Üben mal diese drei Takte hintereinander. Also wir haben Buchstabe B, wir haben Quinte CG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt kommt die sechste EC, Quinte FC und Quinte GD. Zur Quinte GD. Und es geht wieder zurück zu C und G. Und als nächstes kommt FC. Und jetzt haben wir eine sechste G und E. Der Daumen geht einen Ton abwärts zur Quinte GD. Thank you.
eigentlich erstmal nur diesen Teil von B bis C. Wem das zu schnell ist, der hilft sich wieder mit dem Metronom und schaltet es ganz, ganz, ganz langsam ein. Zum Beispiel auf Tempo Achtel gleich 40. Und dann üben wir noch einmal den Teil B bis C. 4, 5, 6. 1.